Seid gegrüßt, willkommen zurück zu Let's Play Icewind Dale. So, irgendwie sind alle müde, weiß Gott warum. Ich habe auf jeden Fall... Wie lautet dein Begehr? Ja. Mein Gedankengang war letztendlich der, dass... Ich muss mich ausruhen, Freund. Bevor ich mir die Mühe mache und mir ein Video nochmal angucke und da durchzoome, einfach die Anordnung der Türme darauf projiziere und das hat eigentlich ganz gut. Also, wo wir halt ein gewisses Dokument bekamen, auf die Anordnung der Sarkophage zu projizieren und das hat eigentlich relativ gut funktioniert, wie ich festgestellt habe. Weil immer wenn man was richtig macht, taucht hier so ein Geist auf. Ich muss mich ausruhen. Totenseele Sir Aras. Meine Ehre ist wiederhergestellt. Lebt wohl, ihr Helden. Ja. Wenn dann die Animation endlich mal zu Ende ist und die Grafikfehler unten verschwinden, ist alles in Ordnung. So. Gedian? Nein. Ich brauch. Da ist. Nicht der. Der auch nicht. Der. Oder? Ja, genau. Totenseele, Sir Gedian. Endlich kann ich ruhen. Gedenkt meiner. Oh, ja. Total uneigennützig. So, hier war Zirk irgendwer. Exakt. Möge Helm über euch wachen. Lebt wohl. Ziriki. Was weiß ich. Muss ich nicht sprechen können. Wer weiß, aus welchem Land er kommt. Und der letzte natürlich. Oh, sie ist verschwunden. Meine Brüder haben den Frieden gefunden. Jetzt kann ich mich ihnen endlich anschließen. Nun denn wohl an, meine Helden. Der Weg steht euch nun offen. Mögen eure Taten jenem Ehre und Frieden bringen, der die Tragödie mit seinem eigenen Blut geschrieben hat. Lebt wohl. Ja, und dafür kriegen wir ganz viel Stufenaufstiege. Ganz viel Erfahrung und dürfen, wenn er sich da mal wegteleportiert hat, hier weggehen. Verteilen wir erstmal. So, passt schon und passt vermutlich schon so. Ja, genau. Wer hätte damit gerechnet? Wir gehen hart auf die 3 Millionen zu. So, dann können wir die Gruft wieder verlassen. Dafür wäre die Gruft direkt gut gewesen, wenn wir das alles dabei gehabt hätten. Hatten wir aber nicht, da fällt mir wieder auf, dass ich vergessen habe, die Inventare zurechtzuräumen. Naja, ich war auch mit was anderem beschäftigt. Das ist jetzt Pech. Nächstes Mal vielleicht. Alle sind müde, total doof. Jetzt können wir ja in der Kapelle schlummern. Da kommen dann bestimmt keine Gegner außer Giftspinnen. Wird erledigt. Oder kommt gar nichts. Natürlich. So, wir dürfen jetzt auf jeden Fall in die Burg. Ich bin ja mal gespannt, ob wir da so einen untoten König entdecken oder sonst irgendwas. Oh ja, Tür ist offen. Ist ja herrlich. Eigentlich will ich da gar nicht rein. Nützt ja nichts. So, Herr der Verlockung, Meister. Na, dann bist du ja schon. Willkommen. Ich muss schon sagen, dass ich von eurem Fortschritt positiv überrascht bin. Heißt das, wir können gehen? Gehen wir! Wohin ihr sonst noch? Wollt ihr sonst noch etwas von uns? Ja. Es ist wichtig, dass ihr herausfindet, was hier geschehen ist. Es ist wichtig, dass ich weiß, dass ihr fähig seid, die Bedeutsamkeit meiner Anwesenheit zu verstehen. Warum seid ihr hier? Nein, wir sollen das ja selbst verstehen. Ah, gut, dann fragen wir halt. Ich bin nicht dazu in der Lage, meine eigene Geschichte zu erzählen. Denn ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, die Geschichten anderer Leute zu erzählen. So sollen die Geister, die diesen Ort heimsuchen, die Schiefertafel sein, auf der mein Leben niedergeschrieben steht. Wo sollen wir mit der Suche beginnen? Um zu verstehen, dies tragische Gedicht angesichts der Wachen
verzagen dürft ihr nicht. Und zwischen Waffen und Rüstung, noch unbefleckt, ist der Sargnagel der Geschichte dann entdeckt. Oder so. Also, irgendwo zwischen Wachen und Waffen. Die Sonne kommt, die Sonne geht, das Leben eines Mannes tief in der Erde verweht. Was war sein Verbrechen? Was hat er verbrochen? Hat er gar von der Lüge seines Fürsten gesprochen? Bist du etwa der Bader? Würde vielleicht Sinn ergeben. Ist der Meister der Verlockung, der Bade ist der im Turm eingesperrt. Sehr gerne. Okay, da geht's eindeutig nicht rein. Mir geht's auch nicht rüber. Bitte sag mir, dass hier keine Gegner sind. Alles schön und nett und lieb ist. Oh, Geister. Geisterhafter Höfling. Das ist, niemand darf passieren. Ja, ist ja in Ordnung. Wie lange muss ich noch auf meine Audienz warten? Ja, ja, sag mal. Sag mal an hier. Lasst mich in Ruhe. Ich habe nichts zu sagen. Ja, egal. Niemand darf passieren. Wir fragen dich mal, warum nicht? Haltet ein, ihr dürft nicht weitergehen. Dann halt nicht. Warum kommst du jetzt? Ich bin doch gar nicht weitergegangen. Fieses Stück. Warte mal, ich lad mal eben. Natürlich. Ich hab jetzt nicht unbedingt vor, das in einen Kampf enden zu lassen, wenn ich das nicht machen muss. Ich meine, ja, ich höre schon wieder die ersten Fallen, die ganze Erfahrung, aber es kümmert mich Erfahrung, bitteschön. Ich habe so viel. Ich habe gedacht, Stufe 14 ist für die meisten Charaktere das Maximum, da bin ich lange drüber. Diese Stufen wurden demoliert, um zu verhindern, dass jemand den anderen Turmabschnitt betreten kann. Ja, das steht in den Stufen geritzt, oder wie? Naja, jetzt gehe ich schon wieder ins Mikrofon, ist ja herrlich. Geisterhafter Höfling, noch einer. Nein, böse Wasser, Elementar, Dinger, Schlangen, Teile. Ich weiß es nicht. Die bringen auch nicht wirklich viel Erfahrung, sind aber auch nicht wirklich gefährlich. Aber was viel schlimmer ist, sie, ja, lassen keine Beute zurück. Wie groß ist denn das Gebiet so? Oh ja, könnte da was draus werden. Gut, es ist lange nicht so schrecklich groß wie die Gruft. Da gibt es eine Tür. Da hat jemand was gegen, wenn wir da mal reinlinsen. Ein paar Augapfeln wie das Ganze hier doch mal. Aha, ein schöner sonniger Platz. Oder eine Küche. Was macht ihr hier in meiner Küche? Ja, das müssten wir auch alle gerne. Also wir müssen die geisterhaften Wächter anscheinend niederstrecken. Aber das können wir auch intelligenter machen. Gut, wir dürfen also nicht in die Küche. Ich kann das machen. Ja, ich kann jetzt gerade sehr schlecht einschätzen, wie stark diese Geister jetzt wirklich sind. Aber ich denke, das ist auch gar nicht nötig. Man muss nur die richtige Kombination von Zaubern kennen. Also die Standardkombination quasi. Da fällt mir ein, ich muss nochmal gucken, ob wir vielleicht noch koordinierte Verteidigung als Priesterzauber haben. Da könnte vielleicht auch nochmal was bringen. Glück für Gruppe wäre auch schön. Alle einfach Glück haben. Oh, das wäre herrlich. Aber ich glaube, das gibt's gar nicht so als Zauber. Das gibt's nur einzeln. Und 6 Stück davon mitnehmen und zu zaubern, halte ich für ein bisschen übertrieben. Oh nein, ich wollte nicht irgendeine Kugel der Beherrschung zaubern. Ey, da fällt mir ein, die können wir mal einsetzen, um so ein paar Geister zu übernehmen hier. Die dürften ja nicht als Zusatzkreaturen dienen, zählen. Also sie dienen als Zusatzkreaturen, ja, aber zählen hoffentlich nicht so.
kann ich mal ausprobieren. Und wenn ich sie nur aus die Garde des Magiers abstelle. So. Rezitation. Und Segen. So, das soll es gewesen sein. Mit der ersten Runde. Was macht sie als nächstes? Genau, schützt vor bösem 3 Meter und er spricht ein Gebet. So lobe ich mir das. Ja, hasten wir uns mal ein bisschen. Und schützen wir uns vor allem. Hm, da haben wir's. Oh ja, da können wir jetzt gleich mal ordentlich zulangen hier. Mal gucken, ob wir uns überhaupt noch bekämpfen wollen. So. Sicher. Ja, wir dürfen nicht weitergehen, das wollen wir doch mal sehen. Ich nehme mich der Sache an. Sogar der Magier ist in dem Modus ein Killer. Ich habe eine Rüstungsklasse 7 und 8, ich weiß, der Priester kommt mal eben auf 12. Da muss man erstmal dran arbeiten. Dass den überhaupt noch jemand hier treffen kann. Ja, ich habe so das Gefühl, dass die Geister schon ein bisschen mächtiger sind. Vor allem widerstehen sie Spitzschaden oder allgemeinen physischen Schaden. Und ich höre die Stufenaufstiege hageln. Das macht mir so, nichts kommen alle mit hier. Auch ihr macht gar nichts. Wir wollen aber passieren. Hä? Hä? Na gut, dann halt nicht. Gibt's hier noch mehr? Ich will mehr. Schön, schön. So möchte ich das doch gerne. Ja, da wird ordentlich draufgehauen. Da gibt's ordentlich auf die Oma. Sie haben irgendwie ein paar von meinen Elementaren umgebracht, habe ich so das Gefühl. Gut, da würde es reingehen. In die Küche können wir eben auch noch. Das Gute ist, von den normalen Kriegern hat fast niemand Schaden genommen. Also die Elementare sind weg, dann haben die ihren Dienst ja getan. Geisterhafter Koch, bringt ihn um! Du kannst nicht gewinnen. Da ist vermutlich eh nichts liegen. Und in der Küche gibt es auch nichts. So viel zur Sanftmut. Magier, geh mal einen Schritt zurück. Das wird erledigt. Genau so gut machst du das. Hier, magische Geschosse. Ja, magische Geschosse mögen die Wächter. Naja, magische Geschosse sind ja auch toll. Konzentriert euch doch immer nur auf einen, das wisst ihr doch. So. Na gut, Erfahrung geben die Geister eigentlich auch. Das könnte zumindest weniger sein. Sagten das Gebiet so, ja. Hier ist jetzt noch diese magische Tür oder was das sein soll. Zutritt verboten. Hier geht es noch lang. Ah, das ist dann wahrscheinlich der Thronsaal. Ach so, hier oben. Und da unten geht es auch noch rein. Dann gehen wir erstmal hier überall noch rein. Und nein, dann seid ihr jetzt alle wieder müde. Wenn wir uns eine Weile ausruhen würden. Hat jemand was dagegen, wenn wir uns hier ausruhen? Nein. Kann ich perfekt. Kann das machen. Oh, verschlossen. Das glaube ich nicht. Na gut. Oh, Mechanismus. Wie langweilig. Dann gehen wir erstmal hier rein. Oh, was gibt's hier denn? Sieht nicht so spannend aus. Was zum Anpacken gibt's hier auch nicht. Gut, dann gucken wir doch mal, ob wir eine Audienz ergattern können. Jetzt, wo die Wachen weg sind. Wenn wir wieder angegriffen werden, dann müssen wir halt wieder Zeug beschwören und hier reinrennen. Aha. Was macht Hobart Stummelzeh hier? Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Magier, guck dir mal die Regale an. Aha. Die Geschichte des Tanz der Götter. Das sind wieder solche Sachen, die ich einfach mal hier zeige. Okay, es ist nur eine Seite. Könnten wir auch so lesen, das ist ja nicht viel. Die Geschichte des Tals der Götter. Es heißt, dass sich selbst die Götter ab und zu vergnügen und amüsieren müssen. Weit nördlich vom Grat der Welt befindet sich das Tal der Götter.
Dieser Spielplatz der Götter ist in dieser Welt bzw. In den Ebenen einzigartig und er ist nicht für Sterbliche bestimmt. Jeder Sterbliche, der das Tal erreicht, wird zu einer Gottheit, da dort nur Gottheiten existieren können. Zu viele Sterbliche mit falschen Vorstellungen von Großartigkeit haben den Freuden auf dieser Seite des Grats und ihren Königreichen in dieser Welt den Rücken gekehrt, um sich auf der Suche nach dem legendären Tal der Götter das Genick zu brechen. Das ist interessant. Da können wir das Buch auch sofort wieder ablegen. Wie lautet dein Begehr? Das ist das nächste Buch. Bestes geben. Die Geschichte des Einhornlaufs. Ja, dies ist so ein Standardbuch. Nicht besonders interessant. Außer man braucht es gerade zufällig. So soll es geschehen. Und hier haben wir noch die Geschichte von Lurien, dem Lauf der Halblinge. Hört sich jetzt auch nicht so besonders interessant an. So, man sollte alles gelesen haben können. Zu deinen Diensten, ja. Aber hier noch eins. Du stehst im Weg. Du stehst. Danke. Die Geschichte von Halrua. Kann natürlich auch sein, dass wir die Bücher schon alle gesehen haben, weil wir die im Elfen sagt schon hier hätten lesen können. Beim Elfenbibliothekar, was wir dann auch schon getan haben. Zumindest zeigte ich sie dann. Hobart Stummelzähl. Natürlich. Ah, da seid ihr ja. Ich bin wirklich froh, euch zu sehen. Ich dachte schon, euch wäre etwas Schreckliches zugestoßen. Wie seid ihr in die Festung gelangt? Wie ich hineingekommen bin? Das ist doch ganz einfach. Ich habe den geheimen Eingang benutzt. Welcher geheime Eingang? Nun, wenn ich euch das sagen würde, wäre es ja kein Geheimnis mehr, oder? Aber wir sollten uns jetzt nicht mit solchen Unwichtigkeiten belasten. Wichtig ist vielmehr unsere Aufgabe. Ihr meint die Lösung des zweiten Rätsels des Meisters der Verlockung? Ganz genau. Und ich denke, ihr wisst, wo man die Antwort findet. Warum seid ihr auf einmal so hilfsbereit? Vor einiger Zeit war es euch doch noch völlig egal, ob wir leben oder sterben. Wirklich? Erzähl mal hier. Zuerst müsst ihr etwas für mich tun. Ich suche nach diesem Schlüssel, der irgendwo in der Festung verborgen ist. Ich denke, er muss oben sein. Ich schätze mal, er ist im Schlafraum des verstorbenen Fürsten. Warum bist du auf einmal so hilfsbereit? Jetzt pass mal auf. Ich habe keine Zeit für eure dummen Fragen. Ich brauche diesen Schlüssel. Ich muss ihn haben. Könnt ihr ihn also für mich beschaffen oder nicht? Ich denke, euer Tonfall gefällt mir nicht. Nein, das sind wir nicht. Nein, das sind wir nicht. Findet ihr noch selbst? Euer Tonfall gefällt mir nicht. Ich wusste ja, dass das Zeitverschwendung ist. Nun gut, wir werden den Schlüssel finden. Und wenn ihr nicht helfen wollt, werdet ihr sterben. Du bringst uns um. Du bist ja ein Rakashinuk-Pirscha. Was weiß ich. Doch, er ist ein Rakasha. Oder Rakashasa oder. Mir relativ. Naja, wir hätten uns vorbereiten sollen, mir egal. Oh nein, sie wirken verstricken, alle sind fest verstrickt. Und die andere Hälfte ist weg oder liegt rum und. Oh, ist ja langweilig, da habe ich keine Lust drauf. Das können wir besser. Oh, wir haben noch 3 Stufenaufstiege. Warum sagt denn niemand was? Hier, mach mal. Einverstanden. Einverstanden und. Einverstanden. So, ja. Ich kann das Du bist machen. Also gar nicht der Fingermann. Achso, hier oben gibt's auch noch Bücher. Gibt's Zauber? Ich mag Zauber. Magier? Natürlich. Komm mal her. Das wird erledigt. Die haben das Beste im ganzen Kerker gefunden oder Schloss oder was auch immer. Wenn man nie genug Zauber im Zauberbuch haben kann, alles immer reinstecken.
So, mein Freund, was machen wir denn mit dir? Sehr gerne. Verstricken finde ich persönlich ja jetzt nicht so toll. Aber ich denke, wenn wir auf die drei Gegner jetzt mit unserer vollen Elementargruppe gehen und allem, dann ist das ein bisschen übertrieben, da wir hinterher eh wieder rasten müssen, wenn wir Hast eingesetzt haben. Und daher können wir uns das auch mal einfach sparen. Und machen ja einfach nur unsere Standard-Zeitwirk-Zauber auf uns und dann ist schon gut. Ja. Der war das, genau, und hier den Segen. Nein, nicht das kleine Wundenheil. Ja, Heilung benutzen wir im Prinzip überhaupt nicht mehr im Moment, das ist mir auch schon aufgefallen. Aber wozu auch, wir müssen eh ständig rasten, wenn wir Hast eingesetzt haben, weil wir nichts mehr treffen. Nicht der, sondern der Hast. Wir bräuchten mal verbesserte Hast und zwar gleich 6-mal am besten. Obwohl ich denke, die wird nicht lang genug wirken, bis ich die 6-mal gezaubert habe. Der hier. So, Raschki, Schuku, irgendwas. Katzenviecher, Teile mit Krummsäbeln. Naja, ich glaube, das kommt nicht ganz hin. Ich habe Eingang, wirklich erzählt. Ja, ja, Zeitverschwendung. Verwandel dich. Eine Schande, dass wir gewalttätig werden müssen. Ach, diesmal sind die alle oben, oder was? Hier, der Magier. Erst der Magier. Das ist auch noch ein Magier. Das macht mir nichts aus. Auf den auch noch welche. Das ist aber das kleine Zeug hier. Unsichtbarer Pirscher. Ah, das sind also doch ein paar mehr. Aber unsichtbare Pirscher sind noch was anderes. Hab ihn! Achso, das sind die Viecher, die hier mal hier rumwirken und danke, dass ihr mich von allen entzaubert habt. Finde ich total nicht gut. Versuchen wir es normal. Sicher. So, hätten wir die Elementare doch dazu nehmen sollen. Ne? Wie bist du hier reingegangen? Eingang? Ja, egal. Wirklich erzählt. Oh ja, finde ich noch selbst. Mir egal. Kann ich helfen? So, töten, töten. Muss töten, töten, töten. So, oben ist noch ein Böser. Ah, Feuerball ist doch egal. Immer unten. Hier, komm her, Kackvieh. Ah, natürlich halt die ganzen dummen Pirscher, die im Weg sind. Aber raus da jetzt, raus da! Und auf ihn, ja, er tötet sich selber, das ist mir egal. Weg da, weg da! So, den letzten Pirscher können wir dann auch noch einfach töten. So, geht doch. Jetzt müssen wir nur warten, bis der Rotz aufhört. Die Stinkwolken. Aber wir können mal gucken, was der eine schon dabei hatte. Ah ja, tu es. Ach so, ein unsichtbarer Pirscher ist ja noch. Ich mach so schmerzlos wie möglich. Ach, ich glaube, ich lasse es mit der Autokali doch für den Moment. Nicht, dass da jemand die ganze Zeit reinläuft. Los, komm mit, Pirscher. Ja, zu dem Magier. Wir machen eine Wunde und er heult gleich wieder rum wie. Ist ja auch egal, der darf das, der ist der Magier. Ach Mist, ich soll's auch mitnehmen. Und den auch. Oh, wenn das alles derselbe ist, ist ja langweilig. So, was haben wir denn gefunden? Spezielles Merkmal. Kann ich durch magische Mittel wie den Zauber Unsichtbares entdecken oder Erkenntniszauber entdeckt werden? Umfang der Unauffindbarkeit. Ja, sind eigentlich gar nicht so schlecht, fand ich immer. Besonders wenn man eh Charaktere hat, die nichts mit Rüstungsklasse oder sonst was tragen können. Wir brauchen noch einen Umhang. Ja, können wir gleich 3 Stück von verteilen. An sie, an ihn und an sie. Mal gucken, wenn ihn jeder von denen benutzen kann. Und auch findbar sein ist eigentlich immer gar nicht so übel. Zumindest für den Feind. So, dann können wir hier speichern. Jetzt ausruhen. Oh ja, so ein Geistersoldat ist ja jetzt nicht die Aufgabe, von daher.
Aber wenn wir müde sind, ist ja vielleicht schon die Aufgabe. Wir müssen ja schon wieder die ganzen kritischen Fehlschläge sehen, wird mir auch schon wieder ganz schlecht. Brauche Hilfe. Oh, ne, das dauert mir zu lange. Danke. Das macht mir nichts aus. Ja, müssen wir nur gucken. Ach, Sakisha, was ist mit dir? Gut, dann machen wir Schluss und ordnen mal dein Inventar. Kommt mal alle wieder hier oben zurück. Dann erkunden wir nächstes Mal weiter hier, diese Burg. Ja. Ich weiß es auch nicht. Es scheint aber hier oben noch was zu geben. Und hier gibt es ja noch einen Raum, wo wir bis jetzt nicht reinkamen. Wofür wir gewiss den Schlüssel holen sollten. Damit wir die Tür aufbekommen. Und dahinter gibt es dann bestimmt was Tolles oder es geht in den Keller. Ja, und wie gesagt, hier ist anscheinend noch irgendwas versiegelt magisch. Da müsste man dann auch mal demnächst hinkommen. Naja, dann werden wir also nächstes Mal das erste obere Stockwerk betreten. Ja, das erste, falls es noch mehrere gibt. Bis dahin, auf Wiedersehen.